Bier in einem Steak. Unglaublich. Zuallererst müssen wir natürlich jetzt erstmal unsere Steaks aufschneiden. Schneiden wir hier einfach ein paar Scheiben runter. Wir müssen jetzt natürlich unsere Steaks schön zart machen. Die Steaker, die ziehen quasi das Fleischstück nach innen und auch, dass da viele kleine Messer sind, schneiden die immer schön ins Fleisch ein. Sprich, wir haben dann richtig schön zartes Stück Fleisch plus unsere Marinade kann schöner, schneller einziehen. Paprika mit rein, einen Schluck Öl mit rein, in die 20 Gramm Salz mit rein. Und ihr seht jetzt gerade, wie das Ganze reagiert mit dem Salz. Ein bisschen Balsamico, davon auch ungefähr 1 bis 2 Esslöffel. Hier nehmen wir auch nochmal unser scharfziger Kleber. Pfeffer. Jetzt natürlich alles schön unterrühren. Pfeffer passt, Salz passt, Paprika passt. Wir legen unsere Steaks ein. Das kommt jetzt einfach bis heute Abend in den Kühlschrank rein. Wir hauen es jetzt einfach mal drauf.